Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und erklären kann ich es auch nicht, außer es glitzert wunderschön und ich liebe es. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Katrin. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, naja, von Unboxings meiner Boxen, die sich in meinem Abo befinden, die ich irgendwoher noch erbeuten kann, hin über Make-up-Pflege-Hauls, eigentlich alles, woran ich Spaß habe und wo ich immer hoffe, dass ihr mit mir dran Spaß habt. Und gerade eben habe ich schon eine meiner Lieblingsboxen ausgepackt und deswegen steigert sich meine Laune hier gerade, weil die mir echt super gut gefallen hat. Und die Rede ist von der Goodiebox. Und Goodiebox hat ja jetzt auch die kleinere Box rausgebracht. Also ist schon ein bisschen her, ich hatte schon ein paar. Und zwar die kleine Goodiebox Crush. Und die ist eigentlich nur so für dekorative Artikel gedacht. Ich freue mich aber gerade, dass in der großen Goodiebox, also der großen Schwester, auch wunderschöne dekorative Sachen drin waren. Und jetzt guckt euch die Kleine mal an. Ist die nicht hübsch? Ist die nicht hübsch? Das schreit nach Frühling, nach gute Laune, nach Sommer hier mit dem Blümchen drauf. Ich sterbe ja für diese Boxen einfach. Und ich bin so gespannt, was da drin ist, weil ich habe mich echt mal nicht spoilern lassen. Und wirklich, meistens kommt man ganz schwer drum rum. Ne? Also man kommt wirklich schwer drum rum, da nicht irgendwo ein Foto oder ein Bild oder irgendwas zugeschickt zu kriegen oder zu sehen bei Instagram. Puh, ich habe es geschafft bei der Crush. 0,0 Ahnung und ich würde sagen, ich sehe das Bildchen schon. Wir stöbern da jetzt rein, weil das mag ich, wenn ich genauso gespannt drauf bin wie ihr mit mir. Spring never felt so needed. Oh mein Gott, ja, was eine Aussage hier schon auf diesem wunderschönen Zettelchen. So recht. Und ich gucke rein. Ich sehe vier Produkte. Und ich sehe ein Produkt, was, wo ich mich schon mega drauf freue. Hier kommt unsere kleine Box mit einem wunderschönen Klebe. Ich will die gar nicht zerstören. Die ist auch innen so klasse bedruckt. Guck mal, wie die aussieht. Ich liebe diese Box. Ich liebe sie. So ein schönes Design, dieser Klebe mit dem Blümchen drauf. Oh mein Gott, ich will es nicht zerstören. Es ist so hübsch. Und es schreit nach Frühling. Und oh, wir haben auch hier wieder Blümchen. Und zwar gibt es hier wohl zum Einlösen einen Coupon von Bloomy Days. Auch schön. Da könnt ihr euch, glaube ich, so Blumen für zu Hause bestellen. Und dann meine interessanten Sachen jetzt, ne? Also Blumen sind, mach mal die Blümchen weg, zeig nachher, was du hier hast an, oh mein Gott, dekorativer Kosmetik. Okay, als erstes haben wir hier etwas von Sandstone. Und zwar ist das ein Lip Glaze, Light and Smooth. Ich habe gesehen, gerade im Häkchen, da gibt es zwei verschiedene Farben, die beide tragbar sind. Was habe ich denn? Vibe. Was ist 90s Vibe? Passt zu mir. Welche Farbe ist 90s Vibe? Ist das jetzt der braune oder der... Oh mein Gott, er glitzert. Leute, was für eine Farbe. Guckt euch den mal an und ich sag euch, der hat Glitter da drin. Hallöchen, das ist ja richtig. 90s Vibe passt das sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, welcher von den zwei, weil da ist noch so ein roter dabei. Ich glaube, das ist nicht der rote. Ne? Das hier ist nicht der rote. Oh mein Gott. Sandstone hatten wir. Irgendwo habe ich da eine Mascara her. Ist, glaube ich, auch so eine skandinavische Marke. Und manchmal brauchen wir nur ein wenig Aufmerksamkeit auf den Lippen, ohne gleich einen kompletten Look zu kreieren. Sehr cool, ja, das stimmt. Manchmal renne ich auch einfach nur Lippenstift raus, die Augen nicht geschminkt und so und es sieht trotzdem irgendwie gut aus. Bin ich mal gespannt drauf, muss ich mal testen. Ich habe gerade noch welchen drauf, deswegen möchte ich den gerade erstmal nicht swatchen. Und dann habe ich was Cooles gesehen. Das sieht ja Hammer aus. Wickedly
Divine Eyeliner Rosalie von LA Splash Cosmetics. Hatten wir auch die tolle Palette mal her, ne? Oh mein Gott, was ist das hier für ein Zauberstab? Ne? Also der macht ja schon allein vom Aussehen her richtig Eindruck. Ich stehe auf so schöne Verpackungen und das hier ist für mich, oh mein Gott, der hat noch ein Glitzersteinchen drauf. Leute, oh mein Gott, ist er hübsch. Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Ein Eyeliner, echt? Dieser roségoldene Liquid Eyeliner bringt deine Augen zum Strahlen. Buchstäblich. Ah, trage ihn zusätzlich zu einem normalen Eyeliner auf für ein besonders... Also ihr sollt da erst einen normalen Eyeliner und den drüber machen. Da gucken wir doch jetzt mal rein. Mein Gott. Ah, okay. Also der gibt nochmal... Der riecht gut. Der riecht gut. Nochmal so extra... Oh, das ist ja meins. Ach, das feiere ich ja sowas. Da habt ihr so rosé-goldenen Glitter drin und dann so ein goldenes, ja irgendwie Gold und dann so gröbere Partikelchen drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann und erklären kann ich es auch nicht, außer es glitzert wunderschön und ich liebe es. Ich finde den toll gerade. Ich bin voll begeistert, freue ich mich mega drüber. Sowas habe ich auch noch nicht. Finde ich auch echt einzigartig und allein die Verpackung, ne? Meine Güte hier, ich bin begeistert. Ich freue mich da drauf. Ich bin mal gespannt, wie der auf den Augen aussieht. Das ist eine tolle Box. Das ist echt, die ist nicht nur von außen schön, die ist auch von innen schön. Making Moves, ein Blusher von Face Zero auch. Und da hatten wir auch die Palette in der Goodie Box und auch mal einen Highlighter im Kalender. Und ich mag die Marke eigentlich echt gern. Einmal so kommt er daher. Welche Farbe haben wir denn hier? Haben wir da eine Farbe? Making Moves Blusher, wo heißt das denn? Lol. Ja, okay. Meins. Sowas ist meins. Der ist wunderschön. Der hat nämlich so ein Gold mit drin. Und ich... erzähle euch das ja immer wieder. Ich mag sowas, wenn da so ein bisschen Schimmer und Zeug mit drin ist. Und das hier, der erinnert mich an einen, den ich habe von Sleek. Ich meine von Sleek. Und der ist auch wunderschön. Ich muss mal gucken, ob die sich sehr ähnlich sind, weil ich will da jetzt gerade nicht reinswatchen. Denn ich glaube, der Farbton ist sehr ähnlich. Und boah, ist der schön. Der ist richtig schön. Gefällt mir auch mega gut. Wirklich mega gut. Genau mein Geschmack hier. Auch dieser Glitter-Eyeliner. Ich sterbe gerade dafür. Und dann merkt ihr, ich freue mich jetzt schon über diese drei Produkte. Dann kommt Produkt Nummer 4. Und da sehe ich, es gibt verschiedene Varianten. Und ich glaube, ja. Es ist übrigens ein Pinsel von Nire. Wer es noch nicht beim Ausraster mitgekriegt hat, dass ein Pinsel ist. Und ich mag die Pinsel von Nire ja so gerne. Und jetzt hauen die da einfach ein Kabuki Brush rein für Make-up aufzutragen. Wie hübsch ist er denn? Auch mit Rosé Gold. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Ich feiere ja auch diesen normalen Puderpinsel von denen. Und überhaupt, die Pinsel sind einfach spitzenmäßig. Mag die super gerne. Glow and Go Kabuki. Richtig genial gut. Ich finde diese, oh mein Gott, diese Crush ist echt der Hammer gewesen. Muss ich hier echt sagen. Also wirklich alles durch die Bank Produkte, die ich gerade mega feiere. Diesen wunderschönen Pinsel, übrigens auch wieder hier mit diesem, ach, wie heißen sie denn? Ach, ich werde es nie lernen. Mit dem Plastik drumherum, was ich immer cool finde, um die in Form zu halten. Dann einen wunderschönen Blush. Dann, oh mein Gott, das hier ist echt so ein kleines Highlight für mich. Ich will das gar nicht wegwischen. Und das ist echt, das ist noch ein bisschen klebrig, aber es hält
Mega gut, das ist wie so ein Glitterklo. Kann ich mir auch vorstellen, für übers Lied einfach drüber zu machen. Bin ich echt mal gespannt drauf, feiere ich total. Und auch diesen Lipglaze hier, diesen Lipgloss finde ich sehr hübsch. Bin ich mal gespannt, wie der auch aussieht. Und richtig cool, auch in Kombination mit der Goodie Box ist das echt wieder ein Träumchen gewesen. Und heitert mich gerade echt so megamäßig auf. Ich feiere die Produkte, ich feiere diese kleine Mini-Box, die ganz groß war, wirklich ganz groß. Und mir gerade echt so ein richtiges Lächeln aufs Gesicht zaubert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Da sind ja Geschmäcker verschieden. Ich liebe diesen Glitter, habe ich schon erwähnt. Aber ich liebe diesen Glitter. Ich finde die echt so genial. Ein Pinsel, ein Zauberstäbchen hier, in Lippen. Können Boxen bitte immer so sein? Ich würde es voll feiern. Gerne mehr. Und jetzt, die kommt ja leider nur alle 3 Monate und kostet 14,95 für übrigens Goodie Box Abonnenten. Und ich glaube aber 19,95, da könnt ihr die auch bestellen und müsst nicht die Goodie Box dazu nehmen. Aber da ich die Goodie Box eh feiere und die Crush halt so eine kleine Special Box ist, alle 3 Monate für 14,95 gönne ich mir die gerne auch, weil, wie ihr gesehen habt, sind da traumhaft tolle Produkte. Und diese kleinen Stapelsysteme. Was soll ich euch sagen? Wenn ihr die so da stehen habt, ist natürlich auch genial gut. Und gerade so für Lippenstifte und so finde ich das echt, echt praktisch. So, ich wollte euch gar nicht so lange zulabern. Ich wollte nur schnell auch mit euch in diese kleine Crush reingucken. Ich bin richtig begeistert, ich freue mich und ich habe ein Pinsel. Ich habe tolle neue Schminksachen. Ich freue mich megamäßig und mich juckt. Ah. Leute, ich wünsche euch von Herzen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen, schönen Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin macht's gut. Tschüssi!